das Wasser. Es kam einfach von oben. Wir konnten nur noch fliehen und unser Leben retten. Mehr war nicht. Und jetzt versuchen wir alles wieder aufzubauen. Und die Hilfe, die ist da. Die Helfer sind da. Aber die Organisation, die behindert uns auch teilweise. 3 Tage waren wir vollkommen komplett abgeschirmt, ohne dass das sich was getan hat. Jetzt läuft es ja. Ich habe auch die erste Woche gefragt, wo bleibt die Bundeswehr? Jetzt ist sie da. Ich hoffe, das richtet viel aus. Weiter, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir reißen ab. Wir reißen ab. Wir wollen wieder neu aufbauen. Die meisten sind hier verwachsen mit dem Ort. Ich eigentlich nicht, aber ich möchte trotzdem hier bleiben. Und ich werde auch tun, was ich kann. Wie lange leben Sie schon in Maischoss? 10 Jahre. 10 Jahre. Und was haben Sie konkret in dieser Nacht gemacht? Waren Sie in Ihrem Haus? Ich bin um 19 Uhr bei mir zu Hause angekommen. 19, 19.30 Uhr. Hatte 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten, was auf die Schränke zu stellen, auf den Tisch, aufs Sofa, aufs Bett zu schmeißen. Ich denke, gut, es wird Hochwasser. Es ist schlimmer als 2016. Aber dass es so kommen würde, damit hat kein Mensch gerechnet. Kein Mensch. Und dann bin ich, mein Neffe sagte noch, Mario, komm da raus. Das Wasser kommt, dann habe ich es unter der Tür durchlaufen sehen und dann bin ich nur noch gerannt. Ein Rucksack, den wichtigsten Dingen drin, Pass, Geld und dann raus. Und dann gucken über die Hauptstraße hoch in die Weinberge. Und ich musste glücklicherweise, ich habe den richtigen Weinberg genommen, ich musste nicht ausgeflogen werden. Die anderen mussten ausgeflogen werden? In meiner Straße, ja. Da waren die waren vom Wasser eingeschlossen, am anderen Tag mussten ausharren die ganze Nacht. Im strömenden Regen, eiskalt, eine 84-jährige Frau oder 85, junge Mutter mit kleinem Kind, ganze Familie. Und im strömenden Regen halt da übernachten auf dem Berg und warten auf den Hubschrauber, dass sie ausgeflogen wurden. Das ist mir verschont geblieben. Da war ich schon im Trockenen weiter oben im Dorf. Und was macht man so viele Zeit, wenn man abgeschlossen ist von der Außenwelt, so groß in Not, fängt man an zu beten oder zu hoffen, zu warten? Im ersten Moment hat man so viel Adrenalin, das hat sich 2, 3 Tage. Und danach realisiert man erst, was passiert ist, was man alles verloren hat. Und dann fängt man an zu heulen. Vielleicht ist dann noch ein Seelsorger da. Man heult immer wieder. Man ist vollkommen fertig. Man hat keine Dusche, keinen Strom, kein Wasser. Wir gehen jetzt können wir in Zelten duschen. Es wird auch schön sauber gehalten. Wir haben Toiletten, wir haben Dixi-Klos, aber nicht zu Hause. Das geht nicht. Also alles, was vorher einfach und alltäglich war, muss jetzt mit Aufwand bewältigt werden. Richtig, mit viel duschen, Aufwand. Zum Klo gehen, Wäsche waschen. Geht nicht. Geht nicht. Wir kriegen Kleidung. Gespendete Kleidung in der Kirche. Wir haben ja nichts mehr, ist ja alles weg. Essen? Essen ist jetzt für gesorgt. Das läuft seit ein paar Tagen richtig gut. Und da sind auch viele, die da helfen, mithelfen und austeilen, Kaffee kochen. Die sind früh morgens schon da. Das ist wirklich ganz toll zu sehen. Und jetzt ist auch, wie wir gerade sehen, die Bundeswehr da. Ich weiß nicht, wann die gekommen sind. Zwischendurch war ich auch mal weg. Ich konnte das Elend nicht mehr sehen. Jetzt habe ich Helfer und ich bin zurückgekommen, damit ich mein Haus räumen kann. Wie weit sind Sie schon mit der Räumung des Hauses? Wir müssen morgen den Keller weiter ausgucken. Da ist 60, 70 cm Schlamm und Wasser. Es sind Helfer da, sind es genug oder werden noch helfende Hände von überall gebraucht? Es strömen Helfer hier rein, das ist total klasse zu sehen. Und ich hoffe, es kommen noch mehr, weil wir sind noch lange nicht fertig. Mhm. Weil das, was hier ist, das ist unvorstellbar. Hier hat sich, das war nicht die Sintflut, hier hat sich die Hölle aufgetan. Das war wirklich Kampf mit Satan. In Ahrweiler, das sieht anders aus als hier. Erträglicher, habe ich mir von vielen Helfenden sagen lassen. Also hier in Maischoss, es ist wirklich... Ja, hier waren Bombenkrater, Krater, also Löcher, die sahen aus wie Bombenkrater. Hier sind ganze Straßen weggerissen, 2 Orte, Lach und Reimertshofen, waren von der Außenwelt 10 Tage komplett abgeschlossen. Kam keiner rein, keiner raus. 10 Tage? Ja. Da kann man ja schon verhungern, oder?
Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich wage gar nicht zu fragen. Ich weiß nur, die haben bestimmt gelebt. Vielleicht zu Fuß über den Berg. Das ist in Laach, hinter der Lochmühle. Da ist jetzt das Loch ist zu. Da kann man, sind jetzt auch Baufahrzeuge und sie können Dreimalshofen, glaube ich, kann man immer noch nicht erreichen so richtig. Aber die arbeiten mit Hochdruck dran. Ich weiß es nicht genau, ich war nicht dort vor Ort. Ich will auch niemanden behindern. Ich mache nur das, was nötig ist. Ich bin dann nicht so kein Tourist, der sich das Elend der anderen noch angucken muss. Ich habe auch genau selber genug Elend da. So, jetzt müssen wir weiter. Alles Gute, mehr kann ich dazu nicht sagen. Bleiben Sie stark. Dankeschön. Darf ich Sie fragen, wer Sie sind und wo Sie gewohnt haben? Familie Adam, Jens Adam, mein Name. Und wir hatten hier in dem Fachwerkhaus in zweiter Reihe gewohnt. Ja? Wenn man ein Stück vorübergekommen ist. So, und das Wasser war komplett unter der Etage. Mhm. War zu. Unter der Etage, ja. Ja. Was ist in der Nacht passiert? So, also ging alles viel zu schnell. Ne? Ich denke mal auch durch das Rheinhochwasser, Rückstau. Ne? Die A, und die hat ja morgens noch in Altena einen Pegel von 90 cm gehabt, ne? Und entstand so ca. 8,50 m gegen Mitternacht. Ne? Und das ging alles so schnell und wir sind dann auch nur noch hoch, ne? Speicher noch vorbereitet. Und zum Glück ist alles stehen geblieben. Eigentlich hätte man auch rausgehen sollen, aber war dann schon zu spät. Ne? Wie konnten Sie sich retten? Ja, wir haben noch übernachtet drin. Der andere Tag, dann habe ich den Schlamm weggemacht und dann konnte man dann, war ja wieder so weit runter. Dann sind wir über Berg, über die Weinberge, haben wir dann Zugang hier. Ne? Mhm. Und dann ist ja auch anderthalb Wochen ist hier ja eigentlich nichts passiert, ne, weil keiner durchkam. Ne? Maischoss, der Nachbarort, der war für sich. Ne? Und dieser Ortsteil oder dieses Dorf? Das ist Reimertshofen nennt sich das, das gehört zu Altena. Also Altena ist hinterm Tunnel, ist Schluss, da ist ein 10 Meter tiefes Loch. Mhm. Alles weggespült, inklusive Feuerwehr und Kläranlage beschädigt. Ja. Deswegen ging hier bald über eine Woche gar nichts. Ne? War ja alles hier. Das ist jetzt erst innerhalb von 3-4 Tagen ist das hier gemacht worden. Mit freiwilligen Helfern. Ne? Und plus Maschinen von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt. Planierer, Bagger etc. Ja. Wie lange hat es nochmal gedauert, bis die erste Hilfe kam hier ins Dorf? Oh, die erste Hilfe. Ja, die kam auch über den Berg, mehr oder weniger. Ne? Und im Nachbar, da haben sie mit dem Hubschrauber rausgeholt, weil hier die Einwohner, die haben sich mehr oder weniger selber über den Weinberg nach oben befördert. Ne? Und also hier ist, glaube ich, auch keiner zu Schaden gekommen. Ne? Und erste Hilfe, ja, gute Woche, wie dann hier befahren werden konnte. Ne? Mhm. Vorher war ja nichts. Ne? Hier haben wir unsere Baustelle gehabt, das war ja alles noch im Bau. Alles weggespült. Ne? Das sieht jetzt wieder wie eine Straße aus, nur hier war ein Krater. Ne? Nochmal von 1,50 Meter Tiefe. Ne? So, Sie wohnten hier. Werden Sie es wieder wohnbar machen? Also wir selber nicht, weil ich habe zum Glück nur zur Miete gewohnt. Mhm. Und deswegen, wir ziehen Richtung Bonn. Wahrscheinlich haben wir dann auch im September schon wieder was Neues, weil wir müssen eine Schwiegermutter, die war im Nachbarort in Laach. Anderthalb Tage hat die da im Kalten gesessen, bis sie den Hubschrauber rausgeholt hatte. Kam ja keiner ran. Ne? Und die müssen wir dann mitnehmen, weil Altersheim ist zu teuer für uns. 200.000 Euro im Monat kriegen wir nicht gestemmt. Ne? Deswegen, wir sind noch in der Nähe von der Ahr. Ne? Aber hier wird ja auf Jahre nichts passieren. Ne? Lass mal gucken, was er hat. Ja, da gucken wir mal. Ja.
Die Kollegen kommen aus Hamburg, ich komme aus Bremen. Was habt ihr heute dabei? Alles Mögliche. Nahrungsmittel, Decken, Schlafsäcke, Benzinkanister, alles, was man braucht. Schaufeln, Besen, alles. Also, man kann hier auch reinkommen. Ihr seid ja auch wirklich hier in einer der abgelegeneren Teile. Ja, wir sind alles mit geländegängigen Autos eigentlich hier. Sieh mal, Vierradantrieb. Die kleinen, ja genau, das sind jetzt die kleinen Autos und wir haben auch noch Unimox. Die kommen, die Leute können aufschreiben, was sie wollen oder was sie brauchen. Und dann kommen die vorbei und bringen das halt rum. Braucht ihr Gaskocher? Ganz ehrlich. Du musst nicht. Okay. Hier ist das Gas dazu. Braucht ihr Arbeitshandschuhe? Was haben wir noch in Größe? 10? Universal, ja 10. 10? Hier, das sind solche Radios, die sind mit Solar und mit Kurbel. Genau, da könnt ihr mit auch Handys und so laden. Genau, braucht ihr Wasserkanister noch? Wasserkanister habt ihr? Desinfektionsmittel? Alles da. Ganz wichtig, dass man vorne ist oder drin wird. Aber Info habe ich gestern hier gekriegt, hätte er das. Ja, das ist richtig. Die ging ja gestern los. Und da habe ich gesagt, komm. Schlafsack haben wir, ja. Machen wir mal schnell. Du brauchst noch? Vom Äpfel, vom Trinken. Ja, ja, das sind wir zu. Schlafsack. Waschzeug habt ihr genug da? Rasierer, was weiß ich, alles Mögliche. Alles da. Und Toilettenpapier haben wir auch. Und alles Mögliche. Alles da. Das reicht nicht. Braucht ihr noch irgendwie was? Sonst? Wenn ihr uns das heute sagt, dann kriegt ihr das morgen, dann können wir euch das liefern. Eigentlich sind wir versorgt. Okay, gut. Wie gesagt, wenn was ist, müssen wir uns einfach nur anhalten. Dann schreiben wir das auf. Wir haben auch meistens nicht immer alles dabei und ihr liegt ja auch so weit draußen, dass man erstmal die anderen Dörfer abfährt, quasi, weil die auf der Route liegen. Das ist ja auch bis Montag ist ja noch keiner hergekommen. Das ist ja Sonntag. Ja. Wir haben eure Dorfnachbarn schon gesagt. Ja, ja. Die waren ja auch abgeschnitten durch die Lochmühle da vorbei. Da war ja alles voller Schutt. An diesem großen Fell von dem Rest abgerissen. Ja. Meiche selber war ja auch abgeschnitten. Eine Zufahrt über die Straße von Kaleb und oben durch den Wald. Ja. Kommt da in die Richtung noch ein Dorf oder so? Nein. Das ist alt, da kommt ja der Tunnel mit dem 10 Meter tiefen Loch. Ah, da kann man nicht durchfahren. Nee. Also hier drehen und hier drehen. Ja, müssen wir drehen. Okay. Alles vorübergehend Ende. Der Erklärung nach kaputt. Wie lange seid ihr im Einsatz? Also wie viele Stunden am Tag? Ich habe heute Morgen angefangen um 9 ungefähr. Oh, das ist ein langer Tag. Ja. Kommen immer wieder neue Lieferungen. Wir sind im Logistikzentrum in Koblenz. Genau.